Hallo. Ja, schön, dass du mit dabei bist. Heute gibt es zwar einen Rückblick in dem Sinne mit zwei Bildern, aber ich möchte das mal diesmal ein bisschen noch anders gestalten. Der erste Rückblick ist das Bild von Tini Schnickschnack. Das hatte ich im April gekauft und hatte es im Mai beendet. Das Bild ist 25 mal 35. Wenn ich jetzt ein Lineal hier hätte, dann könnte ich das nachmessen. Ach, aber es ist wieder mal nicht da. Gut. Ja, das habe ich ziemlich schnell fertiggestellt. Da habe ich diese Trepics. Die sind ja jetzt ganz groß am Kommen. Die gibt es übrigens bei Blümex. Die hat auch Honigrosa vorgestellt letztens für ihre Diamond Painting Bilder. Das ist also ein Finish. Und diese Bilder wollte ich ja in den Flur hängen. Ne? So, das ist fertig. Finish. Super. Im Mai schon. Und dadurch, dass ich es in meine Mappe gelegt habe, in meine Fertigmappe. Deshalb habe ich das total vergessen. Und dann habe ich gedacht, du hast ja noch andere Stiefel. Und ja, ich habe ja meine Trabics von 1 bis weiß gar nicht wie viel. Ich hatte glaube 10, jetzt brauche ich 12 davon. Vorbereitet für das andere Bild und hier sind praktisch die Steine dazu. Hier sind, oh, guckt euch mal die an hier. Ach hier, ich wollte gerade sagen, die sieht man gar nicht. Sieht aus wie Bonbons, kleine Röschen. Ja, und dann haben wir hier noch eine ganze Menge andere Sondersteine. Ja, und zwar mit diesem Bild, das will ich jetzt natürlich so schnell wie möglich fertig kriegen, damit ich das alles schön anhängen kann. Und ich werde hier dieses Bild mit euch gemeinsam painten, aber natürlich nicht jetzt in dem Sinne, dass ihr jetzt 3 Stunden oder 4 Stunden oder 5 Stunden, ja, ich weiß ja nicht, wie lange es dauert. Deshalb werde ich mein Buch nehmen von Heidi von Craft and Wedding. Und da gibt es nämlich eine Seite mit Zeiterfassung. Das wollte ich einfach auch mal ausprobieren. Und das werde ich jetzt bei diesem Bild tun. Und ich melde mich immer mal zwischendurch und werde euch sagen, wie viel Zeit ich bis jetzt gebraucht habe. Und ihr seht dann natürlich auch das Ende. Also, für mich vergeht jetzt viel Zeit, für euch nur eine Sekunde. So, die erste Aufgabe ist natürlich immer erst diese Zahlen. Also hier sind Zahlen drauf, hier gibt es keine DMC-Nummer, oder? Doch. Ja, aber komische Nummern. Weil es ja alles na, Sondersteine sind. Ja, ich wollte euch das nur noch mal schnell zeigen, wie ich das mache. Da ich ja die Trepics ja schon nummeriert habe. Hier ist die 7. Die nehme ich immer so für diese kleinen Bilder. Werde ich jetzt, ich fange auch mit der 7 an. Ich bin da manchmal so ein bisschen faul und nehme mir dann immer erst die Tüte, wenn ich painte. So, hier könnt ihr das nochmal sehen. Ne? Liegen Astreien drin. Wenn ich fertig oder wenn ich denke, ich höre jetzt mit der 7 auf, wird zugeklickt und kann dann das nächste Mal ganz easy
weiterarbeiten. Es geht weiter. 1:40 Uhr bin ich bis hierher gekommen. Ja, ich habe das mal zusammengerechnet. Ich habe aber nur an 2 Tagen mal schnell abends gepaintet. Und dann hoffe ich doch, dass ich den Rest auch noch bald schaffe. Jetzt kommt der letzte Teil. Das sind die letzten. Ich habe mal zusammengerechnet, 2 Stunden 30. Ja, das hätte ich auch alles in einem Ritt machen können. Ja, 2 Stunden 30. Aber ich habe das ewig lange rausgezogen, weil das und dieses und jenes noch gemacht werden musste. Ja, im Grunde genommen, wenn man die Lust hat und die Zeit hat, kann man so ein Teilbild wirklich ganz schnell schaffen. Ja, ich mache mit euch so die letzten Steinchen hier. Und dann habe ich 2 Stiefel fertig. Jo, freue ich mich, kann ich abstreichen. 2 Finishes in diesem Jahr. Bis jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal jetzt in diesem Jahr was geschafft habe. Das kann ich gar nicht so richtig sagen. So. Müsste ich mein Buch nachgucken. Oh. Jetzt fällt mir doch das Ding hier runter. Nein, fällt nicht. Ja. Ach so. Eins muss ich euch noch erzählen. Hier hat so ein Teil gefehlt. Und ich konnte es auch nicht austauschen mit diesen hier. Und deshalb habe ich noch mal in meine Kiste geguckt. Diese großen Teile hebe ich mir manchmal auf und habe wirklich noch so einen gelben großen Diamanten gefunden. Ich lasse das dann mal einen Tag liegen, um zu gucken, ob noch irgendwo was fehlt. Denn manchmal ist es, ach, ich sehe noch eins. Guckt mal hier, die 5. Die 5 fehlt noch. Und dann kann ich alle meine Kisten wieder wegräumen. Hab wieder Platz im Schrank. Und hier ist die 5. Ich denke mal, ich habe alles erwischt. Ich hatte ja mal zwischendurch schon mal geguckt. Diese Rosen sehen schön aus. Ich nehme sie mal hoch. Schaut mal, diese Röschen. Ja, das ist Nummer 1. Muss noch mal ein bisschen höher gehen, sonst seht ihr das ja gar nicht. Irgendwas stimmt hier nicht mit meiner. Und die Nummer 2, die liegt auch schon bereit. Die werde ich dann beide versiegeln. Und dann kommt das in den Flur. Gut, das ist Nummer 1. Diesen Stiefel hatte ich schon fertig. Das ist von Tini Schnickschnack. 25 mal 35. Das ist Nummer 1. Und das ist Nummer 2. Super, freue ich mich. Dann ist das schon mal erledigt. Und dann zeige ich euch noch mal, wie viel von jedem übrig geblieben ist. Also ist wirklich kein Ding. Es ist noch genügend, außer die eine hier. Hier das Schwarz. Und das, die werde ich mir aufheben, denn ich habe ja jetzt gesehen, dass es ganz wichtig ist, sich die größeren Teile doch noch mal aufzuheben. Hier. So. Die Zahlen kann ich dran lassen fürs nächste Bild. So, das war Silber. Das kommt hier mit rein. Und dann geht das weg. Die kleinen hebe ich nicht auf. Man hat ja doch immer ab und zu mal neue kleine Bilder. Oh, das hier scheint auch noch was Großes drin zu sein.
Oh, eine Blume ist noch übrig. Die kommt hier rein. Ja, also es ist wirklich 2 Stunden und 30 Minuten. Alle. Ja, das ist. Lass es gut 3 Stunden sein. Ist auch noch egal. Denn ab und zu habe ich ja vergessen, das rauszunehmen, die Uhrzeit abzustellen oder wieder anzustellen. Das ist mir allzu zu stressig. Werde ich nicht nochmal machen mit Uhrzeit. Brauche ich nicht. So. Das war's. Genau. Das ist der große Haufen, der übrig geblieben ist. Das hebe ich noch bis morgen auf, bis ich noch mal alles genau durchgeguckt habe. Und die werde ich wieder schön verstauen. Das war das kleine Experiment mit dem Stiefel. Wie lange brauche ich? Und ja, jetzt habe ich 2 fertig. Da freue ich mich. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Celine.